Hallo und herzlich willkommen zu unseren CSP2 Inspiration Weeks. Heute mit dem spannenden Thema ESG Reporting mit der Microsoft Cloud for Sustainability, mit dem Harald Lakata und dem Ines Besic. Und an den Harald gehe ich auch gleich übergeben, aber zunächst ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können aber ihre Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen und die werden wir dann, oder respektive unsere Experten werden die dann am Ende der Session wahrscheinlich beantworten. Wir können auch gerne auf die Kollegen auch direkt zugehen im Nachgang. Genau, ansonsten wird das Ganze auch wieder aufgezeichnet und kann über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmerlink auch im Nachgang wieder angeschaut werden. Genau, das war es denn schon mit der kurzen Vorrede und damit übergebe ich schon an dich, Harald. Lieben Dank, Dirk. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Harald Lakata. Gemeinsam mit meinem Kollegen Ines Besic werde ich Ihnen heute ein paar Gedanken darüber zeigen, wie man mit der Microsoft Cloud for Sustainability ein ESG-Reporting aufsetzen kann, das auch den Anforderungen genügt, die die EU an uns in den nächsten Jahren stellen wird. Und damit möchte ich gleich ein paar Worte zu uns sagen. Kurze Vorstellung. Mein Name ist Harald Lakata. Ich bin Head of Business Development bei der PM1. Heute begleitet mich mein Kollege, der Ines Besic, Junior Associate bei uns, der in den letzten Monaten sich intensiv mit der Cloud for Sustainability auseinandergesetzt hat und Ihnen auch nachher eine kurze Demo dazu geben wird. Wir sind beide von der PM1 und wir als PM1 beschäftigen uns mit Daten und wenn ich in einem Satz zusammenfassen soll, was wir für Unternehmen machen, ist, wir ermöglichen es Organisationen, Daten zu nutzen, die Daten zu verstehen, damit Entwicklungen vorherzusagen und so den Geschäftserfolg zu verbessern. Und was heißt Geschäftserfolg verbessern oder wie führen Daten zum Geschäftserfolg? Ja, wenn man Daten hat, wie zum Beispiel ESG-Daten, dann muss man diese Daten zuerst einmal sammeln, bereitstellen, damit man sie verwenden kann. Man möchte sie visualisieren, wie in einem ESG-Report, damit man versteht, was sich in den Daten abspielt. Im Idealfall sagen einem die Daten auch nicht nur, was hinter mir lag, also nicht nur den Blick in den Rückspiegel, sondern die Daten zeigen mir auch, was in der Zukunft passieren wird. Das ist das Thema der statistischen Analyse. Im Idealfall leitet man dann aus diesen Daten Empfehlungen ab, wie beim ESG, was kann ich tun, um meinen Footprint zu reduzieren. Ja, und am Ende des Tages möchte ich den Erfolg managen, sowohl im finanziellen Bereich. Da beschäftigen uns wir mit dem Thema Corporate Performance Management für das CFO Office, also für den Finanzvorstand, für das Controlling und das unser Thema seit mittlerweile über 1,5 Jahren beschäftigen uns wir mit dem Thema Reporting für das nachhaltige Wirtschaften. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns als PM1 beschäftigen. PM1 ist ein deutsches Unternehmen mit dem Sitz in München und wir haben Niederlassungen in Zürich, Wien und in Sofia und sind in Summe um die 130 Kolleginnen und Kollegen, die in der Zwischenzeit über 1000 Kunden glücklich gemacht haben. Ja, ich habe schon gesagt, ESG Reporting ist ein spannendes Thema. Und warum setzen wir uns denn damit auseinander? Warum soll ein Unternehmen denn nachhaltig werden? Und ja, Sie kennen vielleicht diesen Meme. Momentan biegt so alles von Vollgas ab in Richtung nachhaltig wirtschaften. Und jetzt könnte man meinen, das tut man ausschließlich deswegen, weil wir immer mehr und mehr Vorgaben von der EU bekommen. Ja, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass ja in der allgemeinen Wahrnehmung durchaus angekommen ist, dass nachhaltig wirtschaften vielleicht etwas ist, was der Gesellschaft gut tut. Das sind aber Argumente, die vielleicht in der kurzfristigen Planung nicht immer die Priorität haben. Und wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was sich rechnet, was tatsächlich einen Business Case bringt. Und nachhaltig sein, um alleine die Welt zu retten, das wird sicherlich nicht die Aufgabe eines Unternehmens sein, das kann es nicht sein, muss es aber auch gar nicht sein, denn Nachhaltigkeit hat durchaus viele Vorteile. Wir leben ja heute in einer Welt, die sich ein bisschen geändert hat zu dem, was sich vor 5 oder 10 Jahren getan hat. Und Nachhaltigkeit
kann mittlerweile zu einem Business Case werden. Und da möchte ich Ihnen am Anfang ein bisschen erzählen, wieso das ein Business Case sein kann und warum es für Sie es lohnt, in Nachhaltigkeit zu investieren und auch in ein ordentliches Nachhaltigkeitsmanagement zu investieren. Das ist auf der einen Seite eine Veränderung bei den Kunden. Wir haben heute eine junge Generation, die ganz andere Fragen stellt, als vielleicht die Generation, die 5 oder 10 Jahre vorher geboren worden ist. Das ist eine Generation, die setzt sich mit den Themen auseinander und geht für Nachhaltigkeit auf die Straße. Das ist eine Generation, die ihre Ernährungsgewohnheiten ändert. Das ist eine Generation, die heute selbstverständlich auf ein Auto verzichtet. Also es ist ein Konsumverhalten, das sich ändert. Und in diesem Konsumverhalten kommt auch immer wieder die Frage, wie nachhaltig ist das Unternehmen, von dem ich eine Ware, eine Dienstleistung beziehe. Und Unternehmen, die hier eine Antwort haben, werden diese junge Generation, die mittlerweile ein Drittel der zukünftigen Konsumenten darstellt, für die nächsten paar Jahre, und Unternehmen, die diese Generation gut ansprechen, werden sicherlich einen strategischen Vorteil haben. Es ist aber nicht nur auf der Kundenseite. Wenn Sie heute auf die Bank gehen, dann müssen Sie bei den Banken Ihre ESG-Kennzahlen darlegen. Und ich hatte Gespräche mit Banken, die tatsächlich sowohl im Business als auch im privaten Bereich mittlerweile ihre Kreditzinsen, den Zinssatz, danach ausrichten, unter anderem, wie nachhaltig denn ein Unternehmen ist, nebenbei auch schon wie nachhaltig ein Privathaushalt ist. Aber tatsächlich geht in Ihr Credit Rating heute auch Ihr ESG Reporting mit ein. Das ist auch relativ verständlich, denn wird eine Bank einem Unternehmen, das kein nachhaltiges Businessmodell hat, heute einen Kredit geben? Wird eher schwierig sein, wenn das Risiko groß ist, habe ich kein nachhaltiges Businessmodell, dann bedeutet es ja, dass ich irgendwann einmal in ein Problem laufen werde. Und deswegen ist auch für die Banken wichtig zu wissen, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet. Und deswegen ist es für die Banken wichtig, die ESG-Reports einsehen zu können. Und deswegen ist es für die Unternehmen wichtig, solche Reports zu erstellen und auch dort darzulegen, wie nachhaltig das Unternehmen wirtschaftet. Ja, und ganz am Schluss kommt die Regulierung. Wenn alles nichts hilft, kommt hier die Keule. So ab 2023 wird scharf. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 10% aller Unternehmen, die derzeit in Deutschland oder Österreich tätig sind, ab 2023 ein ESG-Reporting implementieren müssen, sodass sie dann beginnen können, mit Ende 2023, Anfang 2024 entsprechend den EU-Vorgaben ESG-Reports zu erstellen. Und danach kommen immer mehr und mehr Unternehmen. Die Kennzahlen sind im Wesentlichen Umsatz und Unternehmensgröße. Und im nächsten Jahr wird es einfach scharf für alle, dass man solche Reports erstellt. Also am Ende des Tages gibt es zwei Fragen, die Ihnen verschiedene Organisationen, die Ihnen verschiedene Partner stellen werden, Ihre Kunden, Ihre Banken oder auch einmal der Wirtschaftsprüfer, nämlich wie nachhaltig sind Sie heute und wie werden Sie sich im Bereich Nachhaltigkeit verbessern? Oder, wie es schon Konfuzius gesagt hat, wenn eine neue Generation anders denkt, wenn Banken nachhaltiges Wirtschaften belohnen und wenn die ESG-Zahlen zukünftig genauso wichtig sein werden wie Finanzkennzahlen, dann wird ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement zu einem strategischen Unternehmensvorteil. Und das ist ein Grund, warum Sie sich bereits heute mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Ja, und wer setzt sich denn mit so etwas auseinander? Wir haben gesehen, dass Unternehmen hauptsächlich aus zwei Bereichen sich dem Thema Nachhaltigkeit nähern. Auf der einen Seite gibt es in vielen Unternehmen heute bereits so etwas wie Umweltmanagement. Das ist ein Bereich, der sich damit auseinandersetzt. Der Bereich setzt sich oft operativ, strategisch damit auseinander mit den eigentlichen Inhalten. Und dann gibt es den zweiten Bereich, der sich mit ESG-Reporting beschäftigt. Das ist der Controlling-Bereich. Das ist auch nicht wahnsinnig überraschend, denn das Corporate Controlling hat sich in den letzten Jahren ja entwickelt. Vor 20, 25, 30 Jahren war das klassische Controlling ein reines Finanzcontrolling, wo man sich wirklich über die Finanzkennzahlen Gedanken gemacht hat.
Somit in den 2000er Jahren ist dazugekommen, nicht nur die Finanzkennzahlen zu kontrollen, sondern auch ins operative Controlling einzusteigen, also Sales Operations etc. mit ins Controlling aufzunehmen. Und heute kommt Green Controlling mit dazu. Das heißt, ich habe neue Kennzahlen, die ich wiederum nachverfolgen muss, mit denen ich mein Unternehmen wieder steuern kann und muss. Und wir sehen deswegen das Controlling als die Stelle in einem Unternehmen, die sehr oft das Thema Nachhaltigkeitsreporting, Nachhaltigkeitsmanagement treiben wird oder zumindest stark eingebunden sein wird. Denn am Ende des Tages geht es um eine integrierte Unternehmenssteuerung. Also wenn Sie heute sagen, Sie haben eine Ware, die von A nach B transportiert sein muss, dann war es früher wichtig, das günstig zu machen. Dann war die Abwägung, soll es günstig oder schnell sein, also rein finanziell oder operativ. Und jetzt ist die Frage, soll es günstig sein, soll es schnell sein, soll es einen möglichst geringen CO2-Footprint haben. Und diese drei Dinge, Finanz, Operativ und ESG, müssen Sie in Balance bringen. Ja, und jedes Unternehmen, das eine gute Unternehmenssteuerung hat, hat damit ein Financial Reporting, ein operatives Reporting und ein ESG-Reporting. Das ist sozusagen der Blick in den Rückspiegel. Oder wenn Sie auf Ihrem Schiff des Unternehmens sind, der Blick in die Heckwelle und Sie haben den Blick nach vorne in der Planung, das ist der Blick über den Bug hinaus, wo Sie sehen, wo Ihr Schiff in Zukunft hingehen wird. Die wesentlichen Komponenten, die Sie heute haben, wenn Sie ein Green Controlling aufsetzen, ist wie ganz klassisch vorneweg die Strategie. Das heißt, in der Strategie überlegen Sie sich, welche Themen adressieren Sie, wo wollen Sie ökologisch hingehen, wie soll das Unternehmen sich ökologisch weiterentwickeln. Wenn Sie die Strategie festgelegt haben, dann haben Sie diese Controlling-Ebene, wo Sie Reporting-Dashboards haben, mit denen Sie nachverfolgen können, wie gut sind. Sie sind, wo Sie einen Planning-Teil drinnen haben, wo in dem Planning-Teil bestimmen Sie, wie wollen Sie sich verbessern. Und darunter, um an diese Daten ranzukommen, benötigen Sie eine Datenplattform, die Ihre Daten aus bestehenden Datenquellen bezieht. Das können Ihre ERP-Systeme sein, das können Ihre Produktionssysteme sein und Sie haben auf der anderen Seite neue Datenquellen, die Sie mit einbinden. Neue Datenquellen können externe Datenquellen sein, wie zum Beispiel Ratingagenturen, die Ihnen sagen, was ist der durchschnittliche CO2-Footprint einer Kilowattstunde elektrischer Energie, die Sie in Ihrer Region einkaufen. Und das können auch interne neue Datenquellen sein, wenn Sie sich zum Beispiel entschließen, über IoT Daten aus Ihrer Produktion zu übernehmen, um an Kennzahlen heranzukommen, die noch nicht vorhanden sind, aber die Sie für Ihr Reporting brauchen. Also so insgesamt sind es das sind diese Komponenten, mit denen Sie ein Green Controlling aufsetzen. Und ich habe gesagt, ganz vorne ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist meine Strategie? Und wir sehen hier Unternehmen in einer grundsätzlichen Ausrichtung, also wir sehen, dass Unternehmen vier grundsätzliche Ausrichtungen haben können, ohne jetzt auf die Details der Maßnahmen einzusetzen, aber es gibt so vier ganz wesentliche Ausrichtungen. Die eine Ausrichtung kann sein, ich muss einmal nur Maßnahmen setzen, um die formalen Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, manche Unternehmen sagen, okay, wir sind noch nicht so weit, aber wir müssen uns darum kümmern, zumindest die Reports zu erstellen, die notwendig sind, die von uns gefordert werden. Dann gibt es Unternehmen, die einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wenn wir schon ein Reporting aufsetzen, dann wollen wir auch zeigen, dass wir besser werden. Das heißt, es gibt Unternehmen, die auch schon in ihrer Strategie Maßnahmenplanungen drinnen haben. Das sind dann in der Regel unternehmensglobale Maßnahmen. Zum Beispiel, Sie sehen hier als Bild den Übergang auf Grünstrom oder manche Unternehmen, die sogar eigene Solarkraftwerke oder eigene Windkraftwerke installieren. Klassische Beispiele dafür, der Supermarkt, der eine Solaranlage aufs Dach stellt. Ja, solche Maßnahmen. Dann gibt es Unternehmen, die noch einen Schritt weiter gehen, die nämlich sagen, wir wollen auf Produktebene den Footprint ermitteln und verbessern. Also ein klassisches Beispiel, ein Chemieunternehmen, das sagt, ich möchte für jedes Produkt, das bei mir aus dem Unternehmen hinausgeht, sagen können, was für einen Liter dieser Chemikalie, welcher CO2-Footprint für diesen Liter Chemikalie entstanden ist.
Das heißt, hier gehen wir von diesen globalen Maßnahmen, der globalen Planung schon einen wesentlichen Schritt tiefer und schauen auf Produktebene, wie schlägt sich mein CO2-Footprint um. Und ganz am Ende gibt es Unternehmen, die ihr ganzes Geschäftsmodell transformieren oder transformieren müssen. Das sind Unternehmen, die heute Geschäftsmodelle haben, deren Kernbusiness einen starken Environment Footprint hat. Beispiele dafür können sein die Bauwirtschaft, die ja Flächenverbrauch hat. Ja, und Flächenverbrauch kann ein Teil der ESG-Kennzahlen sein. Oder was auch in der Bauwirtschaft vorkommt, es wird Beton verwendet. Beton hat in seiner Herstellung einen hohen CO2-Footprint, weil bei ein Rohmaterial aus Gestein entsteht, das gebrannt wird und bei diesem Brennen des Gesteins wird CO2-frei. Oder denken Sie an Oil and Gas Unternehmen, also klassische Ölförderunternehmen, auch ein Fall, wo einfach vom Businessmodell her ein starker Footprint ist. Und diese Unternehmen müssen ihr Geschäftsmodell transformieren, müssen sich überlegen, in zirkulare Wirtschaftszweige einzusteigen oder vielleicht das ein oder andere aus dem Unternehmen zu divestieren und zu sagen, mit dem Thema beschäftigen wir uns zukünftig nicht mehr, weil das ist nicht mehr nachhaltig. Ja, das war der eine Teil der Strategie. Der andere Teil ist, wir haben ja gesagt, wenn es ins Reporting geht, dann geht es sehr stark um Daten. Also überlegen, also gibt es Unternehmen, die sich überlegen, wie gehen wir denn um mit dem Thema Daten? Am Anfang steht man oft vor einer ja, grünen Wiese, gerade im ESG-Reporting. Man hat als Datenquellen die klassischen Excel-Sheets, was wir als manuelle Daten bezeichnen. Es hat bestehende Daten, vielleicht neue Sensoren mit IoT oder externen Quellen. Das heißt, das ist so der erste Schritt, dass man sich immer anschauen muss, wo kommen denn die Daten her, die ich reporten möchte. Der nächste Schritt, wenn man mit Daten arbeitet, ist, man muss sie irgendwie erfassen. Also irgendwo sind die Daten drinnen, da muss ich die Daten irgendwo mal erfassen. Das kann ich manuell oder automatisch machen. Danach, wenn ich die Daten im Roh erfasst habe, muss ich sie bewerten. Ich muss meinen Verbräuchen CO2-Footprint zuordnen, ich muss einen Flächenfootprint zuordnen oder was auch immer. Und am Ende muss ich diese Daten irgendwie visualisieren. Und hier gibt es auch unterschiedliche Ebenen. Manche Unternehmen machen alles mit Excel, manche Unternehmen wollen von Anfang an durchgängig eine Toollandschaft machen. Und das ist so diese zweite Dimension, die sich ein Unternehmen überlegen muss, wenn man das Thema ESG-Reporting einstärkt. Und so sehen wir heute vier Szenarien und Sie können sich jetzt für Ihre eigene Organisation, Ihr eigenes Unternehmen überlegen, wo Sie sich einordnen und je nachdem, wo Sie sich einordnen, ergeben sich daraus die nächsten Schritte, die Sie tun müssen. Also ganz links unten hätten wir Unternehmen, die sagen, sie sind am Anfang, sie möchten eigentlich nur ihre Anforderungen erfüllen und sie erfassen und bewerten die Daten manuell, also klassisches Excel. Da wird der erste Schritt sein, dass man von der Bewertung her auf ein Tool umsteigt und das ist durchaus gut zu sagen, am Anfang erfassen wir die Daten nach wie vor manuell in Excel, aber setzen hier ein Tool ein, um dann die Daten zu sammeln und zu bewerten. Das ist einfach auch notwendig, weil es gibt hier so eine gewisse grüne Linie und erst ab dem Teil, erst ab dem Zeitpunkt, wo man mit einem Tool arbeitet, hat man auch die Möglichkeit, auditierbar zu sein, weil man dann im Tool Prozesse abbilden kann und wenn der Wirtschaftsprüfer zu Ihnen kommt, und das wird er irgendwann einmal kommen, wenn Sie ein verpflichtendes ESG-Reporting haben, da wird der Wirtschaftsprüfer von Ihnen auch sehen wollen, wie Sie Ihre ESG-Reports erstellen. Und eine reine Excel, ein reines Excel-Gebirge, die klassischen Tapeten, werden dann nicht mehr ausreichen, weil der Wirtschaftsprüfer einfach den Prozess nicht nachverfolgen kann. Aber mit einem Tool haben Sie hier die Möglichkeit, dass Sie auch auditierbar sind. Kleiner Spoiler, ab hier kommt dann die Cloud for Sustainability ins Spiel. Ja, und wenn Sie, dann gibt es Unternehmen, die sagen, wie wir vorher gehört haben, wir wollen auch Maßnahmen planen. Naja, Maßnahmen planen bedeutet ja, dass ich auch diese Maßnahmen in irgendeiner Form weiterverfolgen muss. Also wäre es schon sinnvoll,
dass ich für die Weiterverfolgung, die ja eine regelmäßige Aktualisierung meiner Datenlage verlangt, zumindest in Teilbereichen auch die Datenerfassung automatisiere. Das ist so der nächste Schritt von einem toolgestützten, von einer toolgestützten Auswertung und einer manuellen Datenerfassung, zumindest für die Teile, wo ich meine Maßnahmen plane, in eine automatische Datenerfassung weiterzugehen. Das ist der nächste Schritt. Ja, und dann für die Unternehmen, die die Produkte verbessern wollen, die sollten schon in sehr vielen Bereichen automatische Datenerfassung und toolgestützte Bewertung und Sammlung haben. Und die werden sich weiterentwickeln in einem Bereich, wo man eine so etwas aufsetzt, etwas Ähnliches wie ein ERP-System für ESG-Kennzahlen. Ich nenne das hier so ein ESG-RP, ein ESG-Resource-Planning oder eine Kostenrechnung aufstellen, denn um auf Produktebene einen CO2-Footprint ausrechnen zu können, ist sehr ähnlich mit der Aufgabenstellung auf Produktebene die Produktkosten zu erstellen. Und mit ein Grund, warum sich diese Dinge dann sehr, sehr stark auch unter Beteiligung des Controllings abspielen werden. Ja, ganz am Ende die Unternehmen, die Geschäftsmodelle transformieren, für die ist es einfach wichtig, die Geschäftsmodelle integriert zu betrachten, um auch die Business Cases rechnen zu können. Und hier wird dann auch die technische Maturity für die Unternehmen wichtig sein, dass sie all diese Dinge gut und automatisch verarbeiten können. Also mit all dem kommen wir zu der Frage, was muss jetzt mein ESG-Tool können? Ich muss also die Datenquellen, die wir vorher gesehen haben, in irgendeiner Form automatisiert sammeln und strukturieren. Hier sind ja die Daten in ganz unterschiedlichen Formaten drinnen. Die sind ganz unterschiedliche Datenbereiche, Datendomänen, die hier gesammelt werden. Also die erste Aufgabe ist mal, alles zu sammeln und in irgendeiner Form in ein Modell zu bringen. Wenn ich diese Rohdaten habe, dann ist der nächste Schritt, diese Daten in irgendeiner Form zu quantifizieren. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe einen KPI, das ist mein CO2-Äquivalent, ich habe ein KPI, das ist mein Wasserverbrauch, mein Abfall, den ich generiere. Und hier stellt dieses Tool ein Regelwerk bereit und Berechnungsmodelle, um diese KPIs herzustellen. Ja, dann sollte dieses Tool Sie dabei unterstützen, nicht nur die Kennzahlen als die finale Kennzahl darzustellen, sondern hier auch Reports bereitzustellen, wo Sie Exploration betreiben können. Also zu sagen, hier in dem Bereich habe ich einen hohen CO2-Ausstoß und mit Tools wie Decomposition Tree, den ich hier so ein bisschen angezeigt habe, oder anderen explorativen Datenanalysen reinzugehen, die Treiber zu identifizieren und am Ende zu sagen, okay, der Grund für einen schlechten KPI liegt hier, damit ich im nächsten Schritt meine Ziele und Maßnahmen definieren kann. Also ich sage, hier habe ich identifiziert, und das werden wir nachher in einem Beispiel sehen, dass ich im Business Travel relativ viel CO2 produziere, weil wir viel fliegen. Und danach kann ich sagen, okay, mein Ziel ist es, dort auf 20% runterzukommen. Ich setze gewisse Maßnahmen zur Reduktion und kann dann diese Maßnahmen in diesem Reporting-System hinterlegen, tracken und auf diese Art und Weise eben nachverfolgen, wie ich jedes Mal, jeden Tag besser werde. Genau. Eines dieser Tools, das hier dabei hilft, ist die Microsoft Cloud for Sustainability. Und mit der Einleitung habe ich Ihnen jetzt ein bisschen erklärt, warum Sie nachhaltig sein sollten, dass das für Sie nicht nur eine reine Bedienung von Vorgaben der Legislative ist, sondern dass Sie damit einen Nutzen haben können. Und die Cloud for Sustainability ist ein solches Tool, das Ihnen dabei hilft. Und dafür wird jetzt mein Kollege, der Ines Besic, den Bildschirm übernehmen und Sie durch eine Live-Demo durchbringen. Also, Enes, ich glaube, es ist Zeit für deine Demo. Bitte übernimm den Bildschirm und zeige uns, was die Cloud for Sustainability tun kann. Genau. So, dann natürlich nochmal ein Hallo von mir. Ich werde Sie durch die Cloud for Sustainability führen und eine kleine Demo zeigen. Wenn man den Sustainability Manager öffnet, landet man zuerst im Home-Bereich. Im Home-Bereich
haben wir einige KPIs, die wir hier sehen können. Also einmal die Emissions in Metriktonnen CO2-Äquivalent, Revenue Intensity. Das sind die Metriktonnen CO2-Äquivalente, die pro Millionen Dollar erzeugt wurden und wie viel erneuerbare Energien im Unternehmen verwendet wurden. Das, was wir hier im Overview sehen im Home-Bereich, das ist im Grunde genommen ein Power BI-Bericht. Und Power BI-Bericht typisch kann man auch einzelne Elemente anklicken und diese werden dann mit Datenschnitt sozusagen gefiltert. Im Insights-Bereich haben wir eine genauere Analyse im Power BI-Bericht. So. Ja, Sie sehen alles live. Power BI braucht heute 1-2 Sekunden länger. Auch ein bisschen mein Laptop heute. Ja, aber dafür sehen Sie, das sind alles Daten, die Sie jetzt jeweils live aus Ihrer Datenbasis herausziehen und auch live interagieren können. Ja. Genau. Und hier haben wir nochmal die erneuerbaren Energien. Im Grunde genommen haben wir hier nur die Windenergie und können auch sehen, dass zum Beispiel in Japan und im Standort der Schweiz wurden so und so viele Megawattstunden erneuerbare Energien verwendet. In Emissions Overview haben wir wieder alle Metriktonnen CO2-Äquivalente, welche im Unternehmen erzeugt wurden. Wir haben auch die Aufteilung nach den einzelnen Scopes. Hier haben wir auch schon mal einen kleinen Überblick darüber, welche Scopes es gibt und welche Emissionsquellen wir da haben. Vielleicht zur Erklärung. Es gibt die Scope 1, 2, 3. Das ist eine klassische Nomenklatur, die sich aus der EU-Taxonomie oder generell aus der Taxonomie ergibt, das angibt, welche Emissionen direkt aus der eigenen Produktion sozusagen entstehen, welche Emissionen in den vorgelagerten Produktionen entstehen und welche Emissionen aus der Logistik herauskommen, aus der vor- und nachgelagerten Logistik. Da versucht man eine gewisse Einteilung zu machen und das ist in dem Report hier auch gleich so dargestellt. Genau, und in Scope 1 haben wir alle direkten Emissionen, die sozusagen im Unternehmen entstanden sind. Da sieht man auch wieder die insgesamten Metriktonnen CO2-Äquivalente, kann man auch filtern nach den einzelnen Jahren. Und die Source Types haben wir natürlich auch. So im Scope 2 haben wir alle indirekten Emissionen, genau. Und in Scope 3 haben wir alle restlichen Emissionen, die durch zum Beispiel jetzt Business Travels verursacht wurden. Wie wir also auch das schon Schöne. Ja, das Schöne an dem Bericht ist, dass Sie also hier auf der einen Seite, das ist wieder so klassischer Power BI-Bericht, Sie sehen also auf der einen Seite sehr guten Überblick, wie entwickelt sich mein Unternehmen. Sie sehen, dass wir hier eine leicht steigende Kurve haben. Sie sehen, dass Sie gelegentlich Spitzen drinnen haben. Und im Power BI typisch sieht man natürlich nicht nur die Kennzahlen als Ganzes, sondern man sieht, und das können Sie jederzeit auch anpassen in dem Tool, man sieht dann drinnen, wo kommen denn diese Dinge her. Ja, also und Sie sehen, ja, manche sind etwas kleiner hier, also Sie sehen eine Aufstellung, sowohl örtlich, in welchen Ländern entstehen die Emissionen, Sie sehen, aus welchen Geschäftsbereichen diese Emissionen entstehen. Und jetzt haben wir eben genau im Business Travel schon einmal, erkennen wir, wenn Sie in der mittleren Tabelle reinsehen, dann sehen Sie hier, dass im Business Travel relativ viel drinnen ist und wieder Power BI typisch einmal draufklicken und der Report verändert sich. Also es ist sehr schön, hier explorativ reinzugehen und zu sehen, was ist denn der Grund, damit, dass ich hier einen gewissen Footprint erzeuge.
Genau, und um die Business Travels nochmal genauer zu analysieren, können wir in Deep Analysis ein Decomposition Tree erstellen, indem wir anfangen, erstmal nach den Scopes zu filtern. Da die Business Travels in Scope 3 sind, gehen wir bei Scope 3 weiter und wählen Emission Source. Dann sehen wir auch, dass in Scope 3 die Business Travels die meisten Emissionen verursacht haben. Und können dann nach County Region filtern und sehen, dass die USA oder der Standort in der USA mit verantwortlich ist für die meisten Emissionen im Business Travel. Und wenn wir dann noch auf die Activity Types gehen, sehen wir, dass alle Emissionen nur durch Air Travel verursacht wurden. Um jetzt dagegen steuern zu können und ein langfristiges Ziel zu setzen, kann natürlich das Management oder ein Sustainability-Beauftragter oder das Controlling veranlassen, dass in Zukunft weniger gereist werden soll oder dass die Reisedistanzen deutlich verringert werden soll. Dies kann man in den Scorecards machen, da kann man wirklich langfristige Ziele setzen und kann auch beobachten, wie sie sich entwickeln. So. Hier haben wir jetzt sozusagen das Ziel gesetzt, dass wir die Business Travels Distance um 20% verringern möchten. Bis 2025 und der Start war der 1.1.2021. Wie man vielleicht sehen könnte, ist das Ziel auf 140.000 Kilometer gesetzt. Könnte etwas schwierig werden, aber genau dann ist natürlich schon der Punkt, wo man aktiv dagegen steuern kann und die Business Travels oder die Air Travels drastisch reduzieren sollte. Also Sie sehen hier diese Integration zwischen der Analyse, was habe ich, wo liegt mein Problem, dann setze ich eine entsprechende Maßnahme und ich kann im selben Tool, wo ich den CO2-Footprint tracke, auch die Maßnahme tracken. Und wenn ich jetzt hier im Controlling bin und mir zum Beispiel diesen Bericht ansehe, dann würde ich erkennen, dass ich eigentlich mein Ziel wahrscheinlich nicht erreichen werde. Und klar, wenn ich erst so spät drauf schaue, ist es ein bisschen spät, aber wenn ich schon früher auf diesen Bericht drauf schaue, dann habe ich eben die Möglichkeit, hier steuernd einzugreifen, zu sagen, gut, manche Maßnahmen haben nicht gewirkt. Das ist dann die klassische Aufgabe, die der Controller hat, um dann mit seinen Geschäftsbereichen zu sprechen und zu sagen, hier ist eine KPI, die ist am Risiko und wie können wir dagegen arbeiten? Genau. Und damit wir überhaupt mit den Daten erstmal arbeiten können, müssen wir sie natürlich erstmal einfügen. Wir haben in diesem Fall jetzt eine Excel-Datei mit verschiedenen Business Travels. Da sind auch andere Business Travel Types. Wir sind auch andere Business Travel Types. Außer Air Travel ist aber nicht so schlimm, weil man die Berechnungen dann im Sustainability Manager filtern kann, sodass man diese komplette Excel-Datei genauso einfügen kann, wie sie hier ist. Also diese Daten könnten zum Beispiel aus Ihrer Reisekostenabrechnung kommen. In dem Fall haben wir es uns etwas einfach gemacht. Wir haben hier schon die Berechnung der Distance drinnen, also wie viele Flugkilometer sind zurückgelegt worden. Ist eine Information, die Sie im Prinzip aus jedem heute aus jeder Flugbuchung herausbekommen. Ob Ihnen das jetzt Ihre Reisekostenabrechnung heute bereits liefert, ist eine Frage, aber das könnte zum Beispiel sein, dass Sie dann hier ein externes System zukünftig anbieten, um diese Daten zu bekommen. Wir haben es jetzt vereinfacht, dass wir die Daten bereits in Excel drinnen haben. Aber stellen Sie sich einfach vor, das ist eine Datei, die aus Ihrer Reisekostenabrechnung exportiert wird. Genau. Und wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, haben wir hier die Meilen als Distance Unit und in den Scorecards hatten wir Kilometer. Um die Umrechnungen im Sustainability Manager zu machen, müssen wir unten auf das Menüband gehen und unter Settings haben wir die Unit Groups. In den Unit Groups unter Length and Distance haben wir die einzelnen Umrechnungen jeweils immer von der Basiseinheit. Hier ist die Basiseinheit Meter und von den Metern wird das jeweils in die andere Einheit umberechnet.
So, um jetzt aber die Daten anzubinden, gehen wir auf Data und auf Data Connections und erstellen eine neue Verbindung. Da wir Aktivitätsdaten haben, also Daten, wo wir noch die Emissionen berechnen müssen, gehen wir auf Activity Data und wählen, da es Business Travels sind, unter Scope 3 die Business Travels aus. So, da wir eine Excel haben, die jetzt zum Beispiel im OneDrive SharePoint liegt, gehen wir auf Excel-File und auf Next. Dann öffnet sich Power Query und im Power Query hat man jetzt die Möglichkeit, einmal eine Datei zu uploaden, die jetzt zum Beispiel lokal auf dem Computer gespeichert ist. Sollte man das machen, wird die Datei dennoch im SharePoint oder im OneDrive hochgeladen, in einem extra Ordner. Das heißt, es bietet sich dann immer an, direkt das selber im SharePoint hochzuladen und dann Link to File anzugeben. Das machen wir jetzt auch. So, Link to File, alle Emissionen, Business Travels und auswählen. So. So, müssen wir auf Next. Und dann Wahnsinn. wählen wir in der Excel-Datei Business Travels aus und gehen auf Transform Data. So, dann sieht man jetzt alle Spalten von der Excel-Datei. Und wir könnten jetzt natürlich auch Create drücken, dann würde aber natürlich nichts passieren, denn wir müssen die einzelnen Tabellenspalten noch den Entities der Cloud for Sustainability zuordnen. So, das machen wir hier, indem wir auf Business Travels gehen und da die Excel-Datei mit einer Vorlage erstellt wurde vom Sustainability Manager, müssen wir nicht jedem Column das Entity einzeln zuordnen, sondern können auf Automap gehen und er tut sich von alleine zuordnen. Habe ich aber mich verdrückt. So, jetzt ist richtig. Genau, jetzt wird im Power Query das angepasst und jetzt gehen wir auf Create. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dem Sustainability Manager zu sagen, wie oft oder wann er die Daten neu importieren soll, beziehungsweise updaten soll. Ja, das können wir einmal machen, einmal pro Tag, einmal pro Woche, einmal pro Stunde. Wir machen jetzt einmal pro Tag, ab heute 12 Uhr. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Replace Previously Imported Data, also dass wir von diesem Connector, den wir jetzt erstellen, dass er jedes Mal die Daten, die vorhanden sind, löscht und neu einfügt. Das verhindert, dass man doppelte Datensätze im Sustainability Manager hat. Das heißt, Sie können hier wählen, entweder Sie machen jedes Mal einen Full Load, also wenn Sie immer alle Daten aus dem System extrahieren, dann können Sie ja Replace machen. Wenn Sie Daten nur als Delta Load machen, also immer nur den neu hinzugekommenen Daten, dann würden Sie das nicht replacen, sondern einfach dazufügen, also beide Varianten möglich. Genau, und jetzt geben wir dem schönen Connector noch einen Namen, zum Beispiel Activity Data, Business Travel. Und dann schreiben wir vielleicht noch dazu Excel. Aber das brauche ich jetzt nicht auf Connect drücken, da ich diesen Connector ja schon erstellt habe. Und dann sieht man hier Activity Data, Business Travel und die Source, wer es erstellt hat, wann es zuletzt geupdatet wurde, wie viele Datensätze eingefügt wurden und ob das Ganze erfolgreich war oder nicht. So, um die Daten jetzt zu sehen, gehen wir auf Activity Data und auf Business Travel können wir auf View drücken und dann sehen wir alle eingefügten Datensätze mit Air Travel, die Meilen und müssen aber jetzt natürlich noch die einzelnen Emissionen dazu berechnen.
Was Sie jetzt hier sehen, ist das, gehst du noch einmal zurück? Ja. Sie sehen jetzt hier, wir haben ja gesagt, das sind die Daten, die Sie beispielsweise aus Ihrer Reisekostenabrechnung bekommen. Und wenn Sie auf die dritte Spalte gehen, dann sehen Sie, dass hier drinnen natürlich verschiedene ja, Teile enthalten sind. Also zum Beispiel Transit Rail, also Bahnfahrt, Busfahrt, Hotelaufenthalt, der kann ja auch einen CO2-Footprint haben, etc. Also hier sind mal alle Daten drinnen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir mal Folgendes gemacht. Wir haben irgendwo Daten exportiert, haben eine Schnittstelle erstellt, damit wir die Rohdaten einmal überhaupt in das System hineinbekommen. Ja, die erinnern sich vorher, eine Möglichkeit, diese Rohdaten überhaupt einmal hineinzubekommen. Und das Schöne ist, das funktioniert jetzt automatisch. Das heißt, wenn Sie jetzt automatisiert, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat aus Ihrer Reisekostenapplikation die Daten hier hineinspielen, müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen. Das System wird Ihnen immer den aktuellen Stand Ihres, ja, des ESG-Footprints der Reisekosten berechnen. Ja. Und was wir jetzt als nächstes zeigen, ist, aus diesen Rohdaten, die wir hier haben, jetzt speziell herauszubekommen, was denn genau mit dem Air Travel passieren soll. Und da gibt es jetzt ebenfalls eine Logikunterstützung, die Ihnen die Cloud for Sustainability, ja, mit der Ihnen die Cloud for Sustainability hilft. Genau. Und da wir für die Flugzeugkilometer natürlich Umrechnungen brauchen, gibt es dafür einzelne Tabellen, die unter Factor Libraries gespeichert sind. Und das in dem Fall ist die EPA, das sind Listen, die jetzt von aus Amerika kommen, von einer Behörde, die diese Factor Libraries zur Verfügung stellt. Und genau, und hier haben wir zu den einzelnen Activity Types den passenden Umrechnungsfaktor. Also haben wir pro Meile zum Beispiel beim Air Travel Short Haul, also unter 300 Meilen, haben wir pro Meile dann so und so viel Methanausstoß, so und so viel CO2-Ausstoß und so viel die Stickstoffmonoxidausstoß. Und dass wir, um diese dann anzubinden an die Daten, erstellen wir ein Calculation Model. So. Und im Calculation Model müssen wir natürlich erstmal eine Source angeben. Geben wir an, benennen wir das erstmal Business Travel und geben als Activity Data natürlich die Business Travels ein. Damit haben wir jetzt erstmal nur die Quelle ausgewählt und um jetzt die Emissionen zu berechnen, müssen wir auf Report gehen und müssen beim Report natürlich die Distance auswählen und die Distance Unit und wählen jetzt in der Emissions Factor Library die gerade gezeigte EPA aus. So, und den Emissions Factor wollen wir berechnen nach dem Business Travel Type. So, dann könnten wir das Ganze erstellen und hätten unser Calculation Model. So. Also, du zeigst dann nicht das Größere, ja? Genau. Ja, also auf jeden Fall haben wir dann das Calculation Model und mit dem Calculation Model geht man dann danach in die Calculation Profiles, um das Profile zu erstellen für die Berechnung und geht auf New Calculation Profile, nennt es zum Beispiel Business Travel und hier machen wir Air Travel, da wir mit diesem Calculation Profile nur die Flugzeugkilometer berechnen möchten und wählen als Emission Source wieder Business Travel aus und fangen jetzt an hier zu filtern. Da setzen wir eine Gruppe und gehen auf OR, da wir ansonsten, wenn wir das End auswählen würden, dieses logische UND hätten und der dann anfängt nach Datensätzen zu suchen, die es logisch gesehen gar nicht geben kann. So, dann suchen wir nach Business Travel Type equals Long Haul Ad Row. Business Travel Type Medium Haul und Ad Row. Business Travel Type equals
Shorthaul. So. Im letzten Schritt müssen wir noch aus dem vorherigen Schritt den Calculation Model auswählen. Das ist Business Travel. Und gehen auf Next. Und dann bekommen wir eine Preview angeschaut, indem wir sehen, dass 6650 Meilen alleine als Flugzeugkilometer zurückgelegt wurden und da wurden so und so viel CO2, so und so viel Methan und so viel die Stickstoffmonoxid produziert. Und sowohl das Methan als auch das die Stickstoffmonoxid werden nochmal umgerechnet mit einem Faktor, um die CO2-Äquivalente am Ende zu haben. So, und dann würde man auf Save gehen und hätte dann die einzelnen Berechnungen im Sustainability Manager. Um jetzt die Daten zu sehen, die man gerade berechnet hat, müsste man auf Analytics gehen und unter All Emissions werden einem dann alle Datensätze angezeigt, wo Berechnungen stattgefunden haben. Also filtern wir mal nach Contains Air Travel und sehen, dass wir zu dem Datensatz Air Travel jetzt die passenden CO2, die Stickstoffmonoxid und Methan berechnet haben und dann am Ende natürlich die CO2-Äquivalente, die wir dann im Home-Bereich, die natürlich im Home-Bereich dann zu den und auch in den Insights den Total Emissions zusammengeführt werden. So, und das war's mit der kleinen Demo von der Sustainability Cloud und dann würde ich an den Harald wieder übergeben. Danke, Ines. Ja, also Sie haben gesehen, der Sustainability Manager ist ein gutes und mächtiges Tool, das Ihnen dabei hilft, die Daten, die Sie benötigen, um einen CO2-Report zu erstellen oder generell einen ESG-Report zu erstellen, zu verwalten, den Datenimport auch zu automatisieren. Und es ist ein Tool, das gar nicht unbedingt benötigt, dass Sie heute eine intensive Datenintegration machen. Sie können heute mit den klassischen Excel-Sheets anfangen. Das heißt, in einer Umgebung, wo Sie heute noch viel mit Excel machen, ist das für Sie der logische nächste Schritt. Also wenn wir uns das nochmal ansehen, wie der Ablauf war, gehen wir das noch einmal kurz im Kopf durch. Wir hatten diese Datenquellen ganz vorne, in dem Fall der Export aus meinem Reisekostentool, wo ich die Rohdaten drinnen habe, wo sowohl Hotel als auch Bus, Bahn und Flug drinnen waren. Dieses Datenmodell hat bereits begonnen, die Daten zu strukturieren. Das heißt, das sozusagen, das ist Air Travel, das ist dieses, das ist jenes. Das war so dieser erste Schritt, den man da drinnen gemacht hat. Was das Tool kann, Ihnen bietet, ist einen Rahmen, wie Sie Ihre KPIs berechnen. Sie haben in dem Tool gesehen, wie wir aus diesen Rohdaten Modelle hinterlegen können, die Berechnungen durchführen. Also zum Beispiel ein Modell für Business Travel, dass man in diesem Modell Teile aus den Reports herausfiltert und sagt, okay, um den CO2-Footprint von Air Travel zu berechnen, selektiere ich die Daten aus dem Report heraus, hinterlege gewisse Berechnungsmodelle, die mir die Meilen auf CO2-Äquivalente umrechnen und aggregiere das Ganze so zu meinen Kennzahlen. Und einmal ist es Business Travel und genauso wie es beim Business Travel war, gibt es jetzt für die ganz, ganz unterschiedlichen anderen Faktoren ebenfalls die Möglichkeit, das hineinzubringen, sodass Sie am Schluss einen aggregierten Report haben, wo Sie auf Top-Level sehen, wie ist mein CO2-Footprint, eine Stufe tiefer, wie ist der Footprint auf den verschiedenen Ebenen, auf den verschiedenen Scopes. Sie haben gesehen, dass Sie mit dem Tool in die Exploration hineingehen können. Wir haben Ihnen gezeigt, wie man den CO2-Footprint runtergebrochen hat und gesehen hat, dass eben
in dem Fall Business Travel Long Haul, also sprich Transatlantikflüge aus den USA nach Europa oder nach Asien, einen großen Beitrag geliefert hat. Wir haben das damit als ein Einsparungsziel identifiziert. Und dann haben Sie gesehen, dass wir Maßenziele definiert haben, nämlich die Reduktion von den Flugkilometern, dass wir einen Report gesehen haben dazu, mit dem das Controlling jederzeit tracken kann, wie diese Maßnahme läuft, und Aktivitäten dahinter gesehen haben, wo man sagen kann, okay, ich kann dann runterbrechen, welche Aktivitäten habe ich, eben Reduktion der Flugmeilen durch Einsparung von Long-Distance-Flügen oder weniger Reisen, und dann kann man da noch einiges mehr dahinter setzen, dass sie das, was wir hier gesehen haben. Somit bietet Ihnen also der Sustainability Manager die Möglichkeit, Ihren aktuellen Stand jederzeit zu überprüfen, nachzuverfolgen und aus diesem und auch Maßnahmen zu planen und zu schauen, wie Ihre Maßnahmen aussehen und laufen. Und das Ganze tun wir, wie schon Konfuzius sagt, deswegen, weil wir damit einen strategischen Unternehmensvorteil herausarbeiten wollen und uns dieses Tool dabei hilft, sehr genau herauszufinden, wo wir ansetzen, um eine bessere ESG, eine bessere Nachhaltigkeit des Unternehmens zu erreichen und damit unsere, nicht nur den Wirtschaftsprüfer und den EU-Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch unsere Banken glücklich zu machen, damit wir weniger Zinsen zahlen, und unsere Kundinnen und Kunden glücklich machen, damit sie überzeugt sind, bei uns zu kaufen, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Ja, was würden wir Ihnen empfehlen, wenn Sie heute sagen, ja, ist eine gute Idee, wir sollten uns mehr damit auseinandersetzen? Also die erste Empfehlung ist, rufen Sie den Enos oder mich an. Und was würden wir mit Ihnen gemeinsam machen? Wir würden uns einmal ansehen, wo Sie im Unternehmen stehen. Ist es eher eine Sache, dass wir sagen, wir sollten uns mit Ihnen über die Inhalte einmal noch Gedanken machen. Sie stehen ganz am Anfang und überlegen sich einmal überhaupt, wo sind meine was ist meine Nachhaltigkeitsstrategie? Sie erinnern sich, ist es eher nur ein Reporting-Thema? Wollen Sie schon einzelne Maßnahmen planen? Wollen Sie auf Produktebene planen? Wollen Sie in die Transformation gehen? Was sind so einzelne Themenbereiche? Das ist der erste Bereich, wo wir mit Ihnen sprechen können. Wenn Sie sagen, das haben Sie sich bereits überlegt, dann können wir darüber sprechen, also dann wäre der nächste Schritt, sich zu überlegen, wo kommen Ihre Daten her? Wie können Sie die Daten zugänglich machen? Wenn Sie sich darüber auch schon Gedanken gemacht haben, wäre der dritte Schritt zu sagen, wie kann ich in die Reports gehen? Da sprechen wir dann mit Ihnen, wie baut man diese, wie strukturiert man den Sustainability Manager, wie baut man die Modelle auf? Und wenn das alles bei Ihnen schon erledigt ist, dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie man das in das Thema Planung, Maßnahmenplanung einsteigt und hier in Ihr Reporting einsetzt. Ja, damit haben wir Ihnen heute einen Überblick darüber gegeben, was ESG-Reporting für Sie bedeuten kann, wie Sie das mit einem sehr eleganten Tool von Microsoft umsetzen können. Wir sind die PM1, wir sind der Enes Benec und der Harald Lakater. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zusehen, und wir freuen uns darauf, mit Ihnen vielleicht sogar einmal in ein Projekt einzusteigen. Vielen Dank, und damit, Dirk, darf ich zurück an dich das Schlusswort geben. Ja, vielen Dank. Aber vor dem Schlusswort haben wir noch eine Frage zu beantworten, die gerade reingekommen ist, Harald. Ja, gerne. Und zwar, ich lese sie mal vor, sind Scope 3 Emissionen für einen ESG-Report zwingend notwendig, und wird das Tool in einem Office-Paket enthalten sein? Okay, also das sind zwei Fragen, kann ich gerne beantworten. Also nach meinem Wissen sind alle Scopes mit zu berücksichtigen. Scope 3 ist sicherlich der schwierigste. Das ist der, der allen Kopfzerbrechen macht. Und man wird aus der Praxis am Anfang sehr stark mit Abschätzungen arbeiten müssen, weil zum Teil die Daten schwer zu bekommen sind. Scope 3 sind im Prinzip die nachgelagerten, vorgelagerten Logistikketten. Da wäre die Frage, wie viel CO2 wurde verbraucht, um eine Ware zu Ihnen zu bringen, und das wird Ihnen Ihr Lieferant wahrscheinlich gar nicht sagen können. Dementsprechend wird man hier mit Annahmen arbeiten müssen, aber ja, prinzipiell sind alle drei Scopes abzudecken. Die Frage, ob das Tool in einem Office-Paket enthalten sein wird, die Antwort ist, das ist ein Tool,
das Sie bei Microsoft mit kaufen können, wird aber nicht in einem Office-Paket drinnen sein. Es ist ein Teil von den Microsoft Industry Cloud-Lösungen, also eine themenspezifische Applikation von Microsoft, die mit monatlichen Kosten verbunden ist. Und die Sie dort wie viele andere Tools aus der Microsoft Dynamics 365-Familie mit dazu kaufen können. Also technologisch gesehen gehört dieses Tool in den Dynamics 365-Familie und es liegt eine Power App mit dahinter. Und wie gesagt, es stehen monatliche Kosten dafür. Okay. Super, Harald, danke. Danke, Harald. Ja, danke, Ines. Dann nochmal der Hinweis auch von mir, gerne direkt auf den Harald oder den Ines zugehen, vielleicht auch auf LinkedIn vernetzen. Ich glaube, Harald, du bist auch sehr aktiv. Ne? Ja, unbedingt. Genau, wenn noch weitere Fragen da sein sollen, wir haben die Zeit jetzt auch schon sehr gut ausgenutzt. Ja? Deswegen würde ich sagen, danke ich euch, danke allen Teilnehmern und wünsche allen noch einen schönen, produktiven Resttag sozusagen. Vielen Dank. Mach's gut. Auf Wiedersehen.